Tja, weit sind wir nicht gekommen. Wir sind zwar jetzt auf dem Rotwein-Wanderweg, aber es gießt mal wieder. Und zwar mal nicht zu wenig. Also haben wir uns hier so einen Unterschlupf gesucht hier. Bisschen Schiefer. Genau. Und dann der Regenschirm, der macht den Rest. So passt es. Jetzt warten wir ab, bis die Regenfront auch durch ist. Ja, beziehungsweise ein bisschen, weil das Problem ist ja nicht, ist gut, dass die Regenfront, die könnten wir laufen. Ja, aber das stimmt. Vor uns sind sehr langsame Leute. Ja, und an denen kannst du nicht vorbei, weil es wird jetzt hier enge. Genau, dementsprechend müssen wir jetzt einfach mal warten. Was lustig ist, dort ist eine Tür, wo drauf steht, willkommen im Weingarten Maischoss. Ja, das ist Maischoss hier noch, genau. Genau, es wäre schön, wenn Sonnenschein im Maischoss wäre und nicht das da. Das ist nicht schön. Aber irgendwie hat es ja doch was. Genau, so ist es trocken. Genau. Aber irgendwie hat es ja doch was, also von daher, wir machen das Beste immer drauf, raus. Also Wetter können wir nun nicht beeinflussen, soweit sind wir nicht, also nutzen wir das. Und das hatten wir ja gesagt, weil ganz ehrlich, wenn wir uns überlegen, wie wir am letzte Woche, Freitag, Samstag, da haben wir gedacht, oh mein Gott, überall nur Regen und gesagt, ja. Da muss ich schon sagen. Wir haben bisher Glück gehabt, gestern, morgen ein bisschen Regen, jetzt und ein bisschen Regen und dann ist schon fast erledigt, also alles gut. So sieht's aus. So, jetzt packen wir aber die Kamera wieder weg. Die muss ja trocken bleiben. Pitsche nass sind wir geworden. Es hätte uns aber mehr treffen können. Ja, wir hatten Gott sei Dank ja den Regenschirm dabei. Ja, und unsere Jacken haben Gott sei Dank auch eine Kapuze. So sieht man nur halb zerzaust aus. Ja, das richtet sich schon wieder. Ja, irgendwann. Wenn nicht, ist auch egal. Ja, jetzt ist alles egal. Die Drohne haben wir zwar mitgenommen, konnten wir leider nicht mehr steigen lassen. Das. Naja, schade, hätte ich gern nochmal gemacht, weil wäre bestimmt da nochmal klasse geworden, aber gut. Ja. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Genau, wir sind ja nicht das letzte Mal hier. Das definitiv nicht. Nee. So. Weil es gleich ein bisschen lauter wird an der Straße. Sagen wir jetzt erstmal, jetzt geht es zu unserem Weingut-Anbieter. Ja. Ist ja nicht unser Weingut. Die letzten Meter sind gleich da. Und dann wird erstmal sich trocken getrunken. Wie man das macht, das zeigen wir euch dann. So, jetzt ist es trocken. Und wir sind immer noch, also ich kann sagen, ich bin sowas von feucht. Also nass ist es ja nicht, aber es ist alles so feucht. Ja, es ist noch relativ feuchter. Und wir haben es noch feuchter. Da ist sie. Wieder so eine schöne, leckere Flasche. Nicht, dass wir genug... Ja, jetzt ist ja gut. Für heute Abend, fürs Essen dann. Genau, muss einfach nochmal sein. Genau. Der war sehr, sehr lecker. Aber sehr gut. Sehr viel jetzt getestet. Alles für unsere Hochzeit. Ja, sind aber auch einige Sachen, die wir mitnehmen werden. Ich denke, für jeden ist gut vorgesorgt, also von daher dürfte es kein Problem geben. Ja, wir werden das dann morgen mal zeigen, wie viele Kisten das sind. Wobei wir sagen müssen, 4 Kisten davon sind für Schwiegereltern. Ne? Also die sind ja nicht für uns. Ja. Weil sonst sind die versoffen. Nein, nein, nein. So versoffen sind wir nicht. Ja, jetzt geht es zurück nach Maischoss. Ja. Ich glaube, müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Ich glaube, um 3:30 war es jetzt. Ja, könnte hinkommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 35. 15.35 Uhr. 3:30. Ja, weiß ich noch gar nicht. Nur kleinen Snack kann ich essen. Ich habe ja was von Milka. Selbst bezahlt, deshalb ist es Werbung. Och, was man nicht mal alles denken muss. zu sagen. Keine Werbung. Doch. Ach so. Trotzdem Werbung. Selbst bezahlt und trotzdem Werbung. Ganz komisch, weil es ja, man sagt ja einen Namen. So, jetzt geht es hier lang, glaube ich, unter die Brücke durch. Oder geht es da oben lang? Nee, wir müssen über die Brücke rüber. Über die Brücke. Über die neue Brücke, die letztes Jahr aufgebaut wurde. Mit einer großen Aktion, großen Kran.
bin mir nicht so sicher, ob wir da rüber müssen. Doch. Müssen über die Brücke. Aber der Weg ist doch da unten. Ja. Nicht, dass wir da jetzt falsch laufen. Nein. Also ich trete dich. Ja. Live ja. Hier im Video. Wenn wir jetzt hier den ganzen Weg nochmal runterlaufen müssen. Ja, ein bisschen sollst du auch den Weinberg rauf. Ich würde behaupten, der Weg geht da unten lang. Und er war gesperrt wegen Dings. Weil sie die Brücke gesetzt haben. Ach Quatsch. Ja, ich bin ja mal gleich gespannt. Wir bleiben mal live dabei, ob ich ihn trete. Weil da ist dieser Weg. Immer direkt an der Bahn entlang. Okay, dann müssen wir wohl doch da lang. Ich gehe lieber einmal an die Seite. Das ist unfassbar. Glaub mir nicht. Naja. Du wolltest doch nur noch mal die Weinberge von der anderen Seite. Ja, wir können jetzt eigentlich da gleich hoch. Du kannst mich mal kreuzpreisen. Na dann nicht. Alternative wäre gewesen, wenn du wärst von hier jetzt nochmal gestartet. Von hier aus? Ja, das könnte ich nochmal machen. Gut, er startet die Drohne und ich mach mal kurz aus. So, der Drohnenflug ist abgeschlossen. Da hinten ziehen schon wieder irgendwelche Regenwolken auf. Ich hoffe, das bleibt trocken, bis wir in Malchow sind. Wäre wünschenswert. Genau. Wie die Aufnahmen geworden sind, schauen wir uns später an. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Mit größter Wahrscheinlichkeit habt ihr es sogar schon gesehen. Und wir lassen uns nur überraschen, ne? Genau. So, und jetzt wandern wir hier den Rotwein-Wanderweg entlang. Der Sassenburg entgegen. Genau, jetzt in trockenem Zustand. Und? Ich hätte gesagt, in die Richtung bin ich auch noch nie gelaufen. In die andere, also in die Richtung, die wir jetzt machen. Genau. Ja. Ist nicht besser als die andere Richtung. Weil gerade hier, die zieht ganz schön Gewicht runter. Ach so, ja. Wenn das nicht meine Aussicht ist, man hat die wunderbare A, daneben die Bundesstraße von Ahrbrück bis nach Bad Neuenahr, die Weinberge, überall sieht man, sie laufen hier am Rotwein-Wanderweg. Da drüben die Sassenburg, da waren wir heute Vormittag. Ja, also im Groben und Ganzen kann man sagen, war es ein feuchtfröhlicher, schöner. Das ist wieder besser geworden. Schöner Vornachmittag und wie gesagt, jetzt geht es für uns auf den Campingplatz zur Bergwiese. Langsam haben wir die Namen gelernt, ja. Nachdem wir 1000 Mal falsch ausgesprochen hatten. Und wie gesagt, einfach nur wunderschön. Also, Tagesfazit 11,5 Kilometer, war eine ganze Menge, durch den Weinberg rauf und runter. Zweimal, also das heißt, wir haben wirklich beide Male den Rotwein-Wanderweg genommen. 60 Treppenstiege, also das heißt Stockwerke, ist auch eine ordentliche Leistung. Das waren jetzt nicht wirklich Treppenstiege oder Stockwerke, aber dafür waren es die Höhenmeter. Also gut, das sind nicht 60 Höhenmeter, ich glaube, das ist dann das Doppelte, also 120. Ja, Schritte sind es so um die 16.300, 16.800.
ist auch ordentlich, also von daher, man kann sich damit sehen lassen, glaube ich. Schöne Drohnenaufnahmen gemacht, ich hoffe, dass das alles gut geklappt hat. Wir werden das uns jetzt gleich mal anschauen. Und ihr habt es natürlich schon längst gesehen, ist ja klar. Und dann heißt es für uns bald Essen kochen. Aber erstmal noch entspannen. Erstmal noch entspannen, genau. So sieht's aus. So, wir haben uns die Drohnenvideos angeguckt, die ihr ja schon fast alle gesehen habt. Also uns gefallen sie, ist auf jeden Fall Material dabei, kann man nutzen. Und jetzt macht Stefan lecker Spaghetti Bolognese. Ja. Hab auch gut Hunger. Ich habe aber was vergessen, ich habe auch gut Hunger. Noch ein Würzmittel. Du hast ein Würzmittel vergessen. Wir haben auch Milch vergessen. Achso, du hast wahrscheinlich das Maggi vergessen. Ja, ein bisschen Maggi dürfen wir dann. Selbst gekauft, aber wegen Produktnennung. Werbung! Ja, ja. Fühl mich da ein bisschen abhängig. Aber ich wüsste gar nicht, Gewürze? Würzmischung? Wie das nennt? Das, ich glaube, das heißt überall Maggi. Ja, irgendwie sagt da jeder Maggi zu. Ja? Obwohl Maggi ja viel mehr hat als nur das. Ja, eigentlich traurig für die Firma, ne? Sie wird nur auf das Gewürz immer runter reduziert. So heißt die Firma ja auch. Die Firma heißt Maggi. Genau. Aber die haben mir viel die mehr. Ja, damit angefangen. Ja, aber die haben viel mehr Produkte. Aber im Endeffekt. Das stimmt. Heißen die anderen Produkte dann Soßenbinder oder sonst was mit dem Blödsinn? Naja. Ja, Milch haben wir auch vergessen zu kaufen. Auf jeden Fall ordentlich nett. Sehr gut. Das ist schon ordentlich. Jetzt wären wir schon. Meinst du, die Nachbarn werden sich auch freuen, ne? Genau. Ja. Die kriegen zwar nichts ab, aber die können sich auch mal freuen. Genau. Na, ja, riechen tut es ja schon mal ganz gut. So. Hoppala. Ach ja. Mein Freund leckt gerade das Maggi von der vom Herd ab. Der muss Hunger haben. Das ist lustig. Ihr habt es ja gesehen, weil netterweise spiegelt sich das auch hier. Das heißt, da kann man sehen, was da gemacht wird. Ah ja. Also sieht man auch, wie schön er immer schön. Naja. Scheinbar hat er Hunger. Ja. Ja, Maggi ist ganz lecker. Ich mag das ganz gern. Gut. Genug erstmal gefilmt. Jetzt warten wir ab, bis das Essen fertig ist. Da werden die lecker Spaghetti drauf gemacht. Ja, bei mir mit da auch ein bisschen was drauf. Gerade aufgefallen, dass da auf dem anderen Teil ein bisschen mehr ist. Und dann haben wir hier den guten Inspiration 2018er Jahrgang. Also, den ist schon lecker. Ja, den hat man gestern auch. Genau. Wahrscheinlich wird heute auch die Flasche wieder sehr schnell los werden. Und jetzt kommt noch. Ist immer ein Loch drin. Ist immer ein Loch drin, ja, genau. Ja, aber der ist nicht oben, sondern unten. So. Jetzt fehlt noch die Soße. Ja, natürlich, Christo. Die gute Bollo-Soße. Ohne Käse. Der Käse ist. In der Truhe. Da. Und wir haben keinen Bock, das nochmal aufzumachen. Dementsprechend. Genießen wir das jetzt so. Stefan freut sich, der kriegt eh immer die Krise, wenn ich den Parmesankäse esse. Ja, ekelhaft, stinkt. So, und dann nehmen wir das Weinglas. Na ja. Und sagen dann mal Prost. Prost. Auf die Recher. Auf Hilde, Olli, Ottgar. Genau. Richtig. Und alle, die da mitwirken. Das ist schon eine harte Arbeit. Und der ist genauso gut wie gestern. Ja. Na dann. Guten Hunger. Gegessen haben wir, abgewaschen haben wir. Jetzt ist es schon Abend. Keine Ahnung, wie spät. Wir haben keine Uhrzeit. Brauchen wir nicht. Das war unser letzter Urlaubstag. Morgen ist Heimreise angesagt. Den werden wir uns jetzt noch genießen, indem wir einen lecker Wein trinken und ein Filmchen gucken. Ja, und dann heißt es morgen Abreise. Fazit von dem Campingplatz, das seht ihr dann alles noch.
Und dann würde ich mal sagen, liken, teilen, abonnieren. Immer wieder wichtig, das mal nebenbei erwähnt zu haben. Ja, und dann würde ich mal sagen, wünschen wir euch eine gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Weinberg heute verhangen. Da hängen die Wolken drinne. Genau, die wollen noch nicht weg. Sehr schön heute. Mein Auto. Wir haben es kurz vor 8, glaube ich. Ja. Jo, 5 Minuten vor 8. Ja. Und das auf dem Sonntag? Auf dem Weg zum Bäcker. Genau. Nicht in die Kirche. Das braucht ihr bei uns nicht erwarten. Das machen wir nicht. Ich glaube, die ist auch später. Die ist auch später, genau. Die ist ja gar nicht so früh. Oh, guck mal. Das ist doch perfekt. Genau. Aber ich würde sie lieber... Wir haben ja immer noch Platzprobleme. Ich würde sie aber lieber dann hinten auf der Anhängerkupplung haben und dann geschlossen als so wie da jetzt. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ja, das ist ja auch hinten auf der Anhängerkupplung nicht geschlossen. Ja. Ja, genau. Was brauchen wir, so ein offenes Netz? Braucht man ja eigentlich nicht. Kann man sich eine Wanne bauen. Ah ja, bauen alles wieder selber, ne? Marke Eigenbau. So, wenn ich gesehen habe, dass die 600 Euro kosten, dann kann man das glaube ich auch selber bauen. Genau. Ja, wir haben Sonntag, den 19. Mai. Heute ist Abreise. Heute ist unser Urlaub schon wieder vorbei. Ja, aber vorher werden wir noch ein bisschen shoppen fahren. Shoppen fahren? Mhm. Achso, ja, wir holen ja noch was ab, das zeigen wir euch ja dann. Sind ja so ein, zwei Flaschen, die wir da jetzt kaufen. Ja, ja. Und ja. Eine Kleinigkeit, ne? Pi mal Daumen 3,5 Stunden, sagt das Navi, dann dauert es bis nach Hause. Wir sind gespannt. Das eine Mal sind wir losgefahren. Da war die A3, die im Bereich Köln vierspurig ist, wurde dann auf eine Spur runter reduziert plus Abfahrt. Das heißt, eine ganze Kolonne durfte dann durch Leverkusen fahren, inklusive ja. Noch glaube zwei Unfälle waren in diesem Stau drin. Ganz schön lange hat das gedauert, ja. Ja, das brauchen wir heute nicht. Nee, und das andere Mal hatten wir das AGR-Ventil, was versagt hat, immer wieder. Ja, aber das ist ja jetzt schon eine Motorleistung. Weile her. Ja. Ne? Also spätestens seit der einen St. Peter-Ording-Reise hattest du ja danach auch ein neues AGR-Ventil. Nee, St. Peter-Ording hat es angefangen. Hier haben wir es, nach dieser Reise haben wir es dann erneuert. Weil ich gesagt habe, so, jetzt reicht es mir. VW macht nur Update, aber Update bringt auch nichts. Aber St. Peter-Ording hat doch... Da wurden wir abgeschleppt. Und da wurde nichts gemacht? Nö. Ach so. Fehler gelöscht. Das hilft nicht. Ach so, Update wurde gemacht. Ja, das hilft ja auch nichts. Genau. Ach so. Ich dachte, das wäre... Naja. Nee. Der Techniker muss das auch mehr wissen als ich. Ja, wir holen jetzt Brötchen und dann frühstücken wir, bereiten das Auto alles vor. Genau, bis die ganzen Kisten da rein können. Ja, bis 10 haben wir, müssen wir eh noch warten. Also vor dem 10 ist die Hilde nicht da. Nee, das ist richtig. So, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Sonntag, wenn ihr das auf den Sonntag guckt. Ja, wenn ihr das an einem anderen Tag guckt, wünschen wir euch, dass der Tag auch schön ist. Wahrscheinlich einen schönen Freitag oder Dienstag. Oder was auch immer. So, unser letztes Frühstück in unserem Urlaub, in der Mai-Reise. Jo. Es gibt wieder Rührei mit Schinken, Kaffee und Tee. Da sind wir uns treu geblieben. Ja. Und? Kein Wein zum Frühstück. Marmelade gibt es auch noch. Ja. Nee, Wein können wir nicht mehr. Ist leer. Sonst hätten wir vielleicht auch noch einen Wein getrunken. Nein, hätten wir nicht. Wieder nicht hingehalten. Hätten wir nicht gemacht, weil wir wollen ja auch noch... Ist ja ein Autofahren, ne? Genau. In diesem Sinne wünschen wir... Guten Hunger. Guten Hunger. So, Leute. Alles eingeladen und bezahlt. Genau. Sind nur ein paar Kästchen geworden. Ein bisschen. Von unserem Weingut. Ne? Also nur ganz wenig. Ist gar nicht... mal an die Seite treten. Genau.
sind nur 12 Kisten. Ach, nur 12 Kisten. Das geht ja noch. Das ist ja noch im Rahmen. Wobei, da müssen wir immer dazu sagen, 4 Kisten davon sind für Schwiegereltern, Eltern. Ja, richtig. Und, na okay, der Rest ist dann... Unsers. Unsers, ja. Aber für die Hochzeit braucht man halt ein bisschen. Wir nehmen halt nur das Beste. Genau, für jeden ist was Schönes dabei. Was Schönes ausgesucht, würde ich sagen. Genau, also wenn ihr hier in Rech seid, dann hier im schaut Ahrtal, gerne bei O'Shell vorbei. Genau, im Hintergrund sieht er es. Genau. Ne? Achso, wegen Nennung der Name, der Marke, trotz selbstbezahlt, Werbung. Genau. Muss man ja dazu sagen. Ja, aber alles selbst bezahlt. Alles selbst bezahlt. So, jetzt heißt es für uns wirklich, das ist das Ende unserer Reise. Jetzt geht's wirklich nach Hause. Jetzt geht's nach Hause, genau. Naja. Jetzt ist das Auto vollgeladen, jetzt können wir auch nicht mehr irgendwo campen. Das geht nicht mehr. Jetzt muss man nach Hause. Alles genau. Klar. Dann werden wir uns natürlich noch mal melden. Weil ein bisschen haben wir noch vor uns, 3,5 Stunden Autofahrt. Das bestimmt. Mal gucken, wo wir noch so landen. Bis dahin. Wir sind hinter Wuppertal Nord, kurz vor, keine Ahnung, Erneckers Schmandbruch. Ja, was? Ja, steht hier. Deshalb sage ich das. Also. Und ja, ein kleiner. Steht da. Geradeaus. Ja, Vollmarschstein. So ein kleiner Stop and Go. Stau ist es, glaube ich, nicht wirklich. Ja, es geht. Und naja, Rettungsgasse. Leute, läuft mal wieder nicht. So immer. Sieht keine Rettungsgasse aus, obwohl der Bundeswehrmensch, der vorhin nicht Warnblinker machen konnte, fährt wenigstens ganz weit links. Ja, komisch. Auf der linken Spur klappt es zum größten Teil manchmal. Ja. Aber die anderen, die sollen alle rüber, das klappt da nie. Also die mittlere Spur kann es gar nicht. Da vorne ist auch einer mit dem Fahrradanhänger, der kann es auch nicht. Der Kölner, naja, der könnte auch noch ein bisschen weiter nach rechts, aber der davor da ist auch total, naja, die kriegen es nicht gebacken. Unfassbar. Traurig. Ja, wir fahren jetzt noch eine Weile und dann gucken wir mal, dass wir irgendwann ein Mittagspäuschen machen, ne? Ja, würde ich sagen. Ja, und dann melden wir uns nochmal. So, wir sind in Beckum, so heißt das, oder Beckum, keine Ahnung, B-E-C-K-U-M, Beckum, ja. So heißt der Ort, werden jetzt was essen, bei den Goldenen Bögen, ja, weil was Schnelles. Kochen können wir nicht, aufgrund dieser Tatsache, dass da alles voll ist. Ja. Wir räumen das bestimmt nicht weg jetzt. Nein. Nur damit wir das machen können. Ja, mal gucken, was es gibt. Einen Gutschein habe ich gesehen, gibt es nicht wirklich, also lohnt sich nicht. Aber wir finden da schon was zum Essen. Das denke ich auch. In diesem Sinne, bis Mahlzeit. Dahin. Gegessen haben wir.
einigermaßen in Ordnung, ne? Bei den goldenen Bögen nicht viel erwarten, einfach nur genießen. Jetzt sind wir wieder zurück auf der A2, haben 185 Kilometer noch vor uns, knappe anderthalb Stunden, also sieht nicht nach dem Stau aus. Ja, und dann würde ich sagen, melden wir uns nachher nochmal zu einem kurzen Fazitvideo von dieser Reise. Genau, Entschuldigung. 2060 Kilometer sind hinter uns. Jo. Das ist unser Urlaub im Mai 2019 gewesen. Ja, viele Kilometer, viele schöne Orte. Genau. Viel, ja, viel Schönes erlebt. War ja, also wenn wir aufzählen, Bochum, Gröde, dann hieß das Ding Brügge. Brüssel. Ja, Brügge, genau. Brüssel. Luxemburg sind wir durch. Trier, Frankfurt, Euskirchen und das schöne Ahrtal. Ja. Also eigentlich haben wir so viel erlebt und ihr durftet ja mit dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen hoch. Genau. Liken, teilen. Abonnieren, genau. Ganz wichtig. Alles, was dazugehört. Ja. Und dann sehen wir uns wieder bei einer neuen Folge hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtbulli. Genau. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.